Guten Abend zur Abendschau der Süden. Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria brauchen die Menschen dort schnell Hilfe. Mehrere Bundesländer und rund 150 Städte haben ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat im Netz ebenfalls angedeutet, sich zu beteiligen, wenn denn der Bund entscheidet, Menschen aufzunehmen. Und Kanzlerin Angela Merkel hat Ja gesagt. In einer gemeinsamen Aktion mit anderen EU-Ländern werden 400 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Wie viele davon nach Deutschland kommen, ist noch nicht klar. Wir haben Reaktionen aus Bayern. Es sind diese Bilder aus dem Sommer 2015, die um die Welt gehen. Regelrechte Euphorie über die Ankunft der Geflüchteten, große Hilfsbereitschaft in ganz Bayern. Und heute ist man bereit, Geflüchtete aus dem abgebrannten Lager in Lesbos aufzunehmen? Das ist selbstverständlich. Das ist unsere Christenpflicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum das irgendwie zur Debatte steht, warum man darüber diskutieren muss seit irgendwie einem Jahr, dass da die Menschen vor sich hin siechen. Wäre natürlich toll, wenn wir eine Europa-Lösung kriegten und dann Deutschland natürlich einen Anteil. Aber wenn wir vorausgehen, vom menschlichen ja, aber von der Gerechtigkeit nein. Bevor man gar nichts tut, sollten wir das schon machen. Das haben sich ja auch schon viele Städte und Gemeinden bereit erklärt, das zu machen. Eine davon ist München. Schon im April hat die Stadt angeboten, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Klar ist, dass wir als Stadt München schon aus der Tradition der letzten Jahre heraus helfen werden, weil der Zustand dort ist eine humanitäre Katastrophe der Sonderklasse. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 200-300 Menschen aufnehmen. Auch Regensburg hat schon länger angekündigt, Geflüchtete aufnehmen zu wollen und appelliert jetzt an den Bundesinnenminister. Da muss man jetzt halt mal in die Gänge kommen und tatsächlich die Menschen, denen die Möglichkeit geben, hierher zu kommen. Aber nicht überall ist die Bereitschaft so groß. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen etwa könne aus Platzgründen keine weiteren Geflüchteten aufnehmen, heißt es. Über 2000 Arbeitsplätze in Gefahr beim Autozulieferer Continental in Regensburg. Und dagegen haben die Mitarbeiter heute protestiert. Es ist 11:05, sagen sie. Und so hat die IG Metall zu einem Autokorso aufgerufen. An die 60 Fahrzeuge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben an diesem Korso teilgenommen und mit lautem Hupen ihrem Unmut Luft gemacht. Vor dem Conti-Standort in Regensburg, da steht jetzt unser BR-Korrespondent Sebastian Grosser. Sebastian, was wollen die Beschäftigten denn dort erreichen und was fordern sie? Vor allem fordern die Beschäftigten hier Beschäftigungs- und Standortsicherheit. Man muss sich vorstellen, bei 2100 Stellen, die hier drohen wegzufallen, das sind ein Viertel der Arbeiter, die hier bei Continental arbeiten. Und das ist immerhin der zweitgrößte Arbeitgeber hier in der Domstadt. Man identifiziert sich mit dem Unternehmen, so auch Claudia Dächern, die heute bei mir steht. Sie ist 17 Jahre beim Unternehmen. Claudia, wie fandest du heute den Protest? Ich war sehr erleichtert zu sehen, dass heute so viele Teilnehmer anwesend waren. Das hat mir Mut gegeben, dass ich doch noch mal was ändern kann. Jetzt ist es ja so, du bist 17 Jahre im Unternehmen. Als du es gehört hast, dass so viele Stellen wegfallen, was ging da in dir vor? Ich konnte es einfach nicht fassen, dass es wirklich so viele Menschen betreffen soll. Daher, dass es doch alles mittlerweile meine Familie eigentlich geworden ist, mittlerweile über die ganzen Jahre. Und ich kann das einfach nicht verstehen, warum jetzt mehr Wert auf ausländische Produktion gesetzt wird, als wirklich hier bei uns in der Heimat zu produzieren. Einfach Verständnislosigkeit. Was ist denn jetzt sozusagen deine zentrale Forderung an das Unternehmen? Was würdest du dir wünschen? Also ich wünsche mir, dass sie sich halt das Ganze nochmal überdenken und auch schauen, dass wir nochmal langfristige Produkte hier am Standort bekommen. Das heißt, du bist bereit, auch umzuschulen? Wenn es dafür notwendig ist, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, hier werden ja größtenteils Teile für Verbrennungsmotoren hergestellt. Wie siehst du denn den Weg zur E-Mobilität? Den sehe ich noch etwas steinig, ehrlich gesagt. Daher, dass das jetzt alles so schnell vonstatten geht, glaube ich, kommen wir da gar nicht so nach, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben es gehört, hier herrscht ein bisschen Unmut, aber auch Ärger über die Politik. Es gab ja Anfang dieser Woche auch einen Autogipfel, leider ohne Ergebnisse. Viele, die heute bei der Demonstration teilgenommen haben, haben mir gesagt, ja, man macht sich mehr Gedanken um die Konzerne als um die vielen Beschäftigten, die in der Automobilbranche arbeiten. Und damit zurück zu dir, Andrea, nach München. Vielen Dank, Sebastian vom Conti-Standort in Regensburg. Jedes Jahr nehmen sich in Bayern mehr als 1600 Menschen das Leben.
zu groß die psychischen Belastungen, die Depression oder Traumata. Die Corona-Krise, die hat diese Menschen ja auch noch mal besonders belastet. Heute ist der Welttag der Suizidprävention und in München gibt es das Mental Health Café mit, wie der Name sagt, Unterstützung für die psychische Gesundheit. Endlich wieder das Café aufschließen für ihre Stammkunden, neue Gäste und auch für sie selbst. Ich persönlich als private Dominique kann sagen, dass ich diese Krise sehr gut gemeistert habe, einfach weil ich in den letzten Jahren so viel gelernt habe, so viel Handwerkszeug. Unternehmerisch ist es natürlich ein Totalschaden. Nach Monaten der Corona-Zwangsschließung ist ihr neu gegründetes Lokal finanziell bedroht. Aber nach dem Motto Krise als Chance organisiert sie jetzt einen Aktionsmonat. Wir haben uns mit ganz vielen Organisationen, Bloggern, Autoren aus ganz Deutschland zusammengetan unter dem Motto Krisenkraft und zeigen, dass auch in so einer Krise Kraft stecken kann. Wir werden eine Tattoo-Aktion machen, wir gehen auf den Berg, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Formate. Da will sie ihre Gäste mitnehmen und die ersten genießen schon wieder die Gemeinschaft. Natürlich hat was gefehlt. Also wenn man die letzten Jahre damit beschäftigt war, wieder einen sozialen Kontakt aufzubauen, wieder ja, Mitmenschen um sich herum zuzulassen. Also das hat mir schon gefehlt, das hat mir auch Angst gemacht. Auch wenn der virtuelle Kontakt in der Mental Health Gruppe im Lockdown funktioniert hat, war das eher eine Notlösung. Ich komme hierher, weil ich auf der Suche war nach ja, Gleichgesinnten. Also ich bin vor 3 Jahren in eine schwere depressive Phase gerutscht und ich hatte das Gefühl, dass ich einfach ja, alleine bin. Erfahrungen weitergeben, sich austauschen über das, was der Psyche gut tut, plus Lesestoff. Das Café ist wieder Treffpunkt für Menschen, die einfach nur chillen wollen, aber auch sensibel sind für Warnzeichen der Psyche und hier Ansprechpartner finden. Das Wichtige finde ich die Präventivarbeit, weil diese in unserem Gesundheitssystem leider viel, viel zu kurz kommt. Wir lernen halt nicht, auf uns zu hören und um uns zu kümmern, um unsere psychische Gesundheit. Und da ist so eine Präventivarbeit eigentlich das Schönste, was wir machen können. Einzugreifen, bevor es den Leuten wirklich schlecht geht. Das Konzept kommt bisher gut an. Dieses Thema zu normalisieren, nicht immer eine große Sache draus zu machen, das hat super funktioniert. Und genau das war ja der Plan, einfach zu sagen, ja, wir haben hier leckeren Kaffee, aber es geht halt auch noch um was anderes, wenn ihr möchtet. Die Aktionswochen sollen jetzt ihr Kaffee wiederbeleben, mit Menschen, die gerade in der Corona-Krise auf Zusammenhalt setzen. Heulende Sirenen, Warnmeldungen auf dem Handy, unterbrochene Fernsehsendungen und das in ganz Deutschland. So war das heute um 11 Uhr beim bundesweiten Probealarm, den es übrigens zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung jetzt gegeben hat. Landkreise, Städte und Gemeinden haben ihre Warnmittel getestet und dieser Warntag soll künftig auch jedes Jahr stattfinden. In Bayern ergänzt er den Probealarm. Auch beim Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut wurde getestet. Kurz vor 11 heute Vormittag in Niedereichbach bei Landshut. Die Blicke sind auf die Sirene des Feuerwehrhauses gerichtet. Beim Bürgermeister steigt die Anspannung. Eine gewisse Anspannung ist natürlich immer da, aber ich persönlich gehe jetzt schon davon aus, dass alles funktioniert. Wir warten unsere Sirenenanlagen. Denn hier ganz in der Nähe der beiden Atomkraftwerke Isar 1 und Isar 2 müssen die Sirenen funktionieren. Wir haben die Sondersituation mit diesen beiden Kernkraftwerken und mit dem Zwischenlager. Und es könnte natürlich sein, dass mal ein Zwischenfall ist. Wir wünschen uns das alle nicht, das ist klar. Aber dann kommt es darauf an, dass neben den Rettungskräften natürlich auch die Bevölkerung informiert wird. Zur gleichen Zeit in der Schule schräg gegenüber, auch hier ist der bundesweite Warntag Thema im Unterricht. Natürlich binden wir das mit ein. Wir haben uns im Vorfeld diesen offiziellen Flyer organisiert, den runtergeladen und für alle Schüler kopiert. Und jeder Lehrer bespricht das heute zusammen mit seiner Klasse. Okay, aber normal geht's. Also das darf mich wundern, wenn die Sirene nicht geht. Also das war mega peinlich, wenn die Hände gehen. Vor dem Feuerwehrhaus werden sie langsam unruhig. Die Kirchenglocken läuten bereits. Die Sirene bleibt stumm. Und dann doch die Erlösung aufatmen bei den Verantwortlichen.
Im Ernstfall hieße es jetzt Radio bzw. Fernseher einschalten oder sich über eine Warn-App oder das Internet Infos zur genauen Lage einzuholen. Zusätzlich informiert die Feuerwehr konkret Gefährdete über Lautsprecherwagen. Vor gut einem Jahr hatten sie hier in Niedereichbach und Umgebung schon einmal den Ernstfall, als sogar die Bahnstrecke und Autobahn gesperrt werden mussten. Ja, wir hatten einen Großbrand in der Nachbargemeinde, in einem Recyclingbetrieb, starke Rauchentwicklung, giftige Dämpfe. Und dann ging es darum, die Bevölkerung letztendlich zu informieren. Über die Sirene natürlich und dann auch über Durchsagen, über Lautsprecherdurchsagen. Wir sind also durch die Gemeinde gefahren, durch die Ortschaften, durch die Straßen und haben die Bevölkerung informiert, Fenster und Türen zu schließen. Und wir standen kurz davor, einen Teilbereich der Ortschaft zu evakuieren. Fest steht, die Katastrophenfälle häufen sich in ganz Deutschland und deshalb soll der Ernstfall von heute an einmal im Jahr bei dem bundesweiten Warntag geübt werden. Eichstätt ist zwar klein, aber bekannt. Als Uni-Standort, als Bischofssitz, als Stadt mit der bayernweit niedrigsten Arbeitslosigkeit. Und jetzt will das Städtchen in Sachen Bürgerbeteiligung auch noch groß rauskommen. Und zwar unter dem Motto Zukunft Eichstätt will die Stadtverwaltung zusammen mit den Bürgern die Lebensqualität vor Ort verbessern. Ein ungewohnter Anblick in Eichstätt. Palettenmöbel am Ufer der Altmühl. Eine simple, aber effektive Lösung, um mehr Sitzfläche zu schaffen. Das Besondere? Die Idee kam aus der Bevölkerung. Gebaut wurden die Möbel von Jugendlichen, aufgestellt vom Bauhof. Hier haben Bürger und Verwaltung Hand in Hand gearbeitet. Genau das soll in Eichstätt in Zukunft viel öfter passieren. Das ist der Plan von Oberbürgermeister Josef Greenberger. Scheitern ist dabei auch erlaubt. Man muss schon auch den Mut haben, zum sagen, Dinge können auch schief gehen. Es hätte genauso sein können, dass das eine Idee ist, wo nur Beschwerden kommen. Gut, dann hätte man es zurücknehmen müssen, aber dann lernt man ja auch was. Und so sehen wir das eigentlich auch als einen Lernprozess für uns und für die ganze Stadt und fürs nächste Projekt. Und so kann man Stück für Stück vielleicht auch besser werden. Die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Stadt und Bürgern, aber auch mit anderen Einrichtungen. Für eine Podcast-Serie über ein Eichstätt vor unserer Zeit haben Tourist Info und die Uni Eichstätt zusammengearbeitet und bekamen auch von den Bürgern viele Infos. Wir haben Bücher an die Uni geschickt bekommen, einfach so, weil sie einfach teilhaben wollten. Die wollten sagen, hey, wir kennen uns hier aus, wir wissen was darüber, können wir nicht mitmachen. Also wir waren überrascht, fast schon begeistert, wie stark das Interesse auch von der Bevölkerung tatsächlich da war in Eichstätt. Ja. So entstanden 9 Folgen über Eichstätts Geschichte. Zum Beispiel eine Episode über die Spuren des Illuminati-Ordens, die auch heute noch zu sehen sind. Unter dem Motto Zukunft Eichstätt sucht die Stadt nun nach weiteren Ideen aus der Bürgerschaft. Seit Juli können sie ihre Vorschläge auch online abgeben. Knapp 50 sind es bisher schon. Alte Klaviere in der Stadt aufstellen, um spontanes Musizieren zu ermöglichen. Genau. Wo wir als Stadt eigentlich vielleicht gar nicht müssen, wenn dann eher derjenige, der den Netzwerk herstellt oder mal die richtigen Leute für so eine Idee dann motiviert und eher aus Sicht dann der Verwaltungsbehörde sagt, für uns wäre es okay, wenn sie sowas einfach mal ausprobiert. Diese Ideensammlung soll dabei helfen, das Leben in Eichstätt zu verbessern. Für Bewohner und für Gäste. Wir wollen eigentlich den Blickwinkel Lebensqualität im Vordergrund stehen. Lebensqualität, die da ist für Touristen, aber die der Bürger auch im Vordergrund hat und die den Bürger mitnimmt, einbindet und am Ende eigentlich eine Win-Win-Situation für alle schafft. Mit den guten Erfahrungen, die Eichstätt bisher mit den kleineren Projekten gesammelt hat, soll es weitergehen. Was als nächstes umgesetzt wird, hängt auch davon ab, was die Bürger sich einfallen lassen. Vor der Corona-Krise hat der öffentliche Nahverkehr in München jährlich weit über 700 Millionen Menschen befördert. In diesem Jahr sind die Fahrgastzahlen stark gesunken. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt und trotzdem hat der MVV heute eine Preiserhöhung bekannt gegeben. Mehr dazu in den Meldungen aus den Regionen. Nahverkehr in München wird teurer. Ab Dezember werden U-Bahn, Bus und Tram in München sowie die S-Bahnen ins Umland um 2,8% mehr kosten. Grund laut MVV die gestiegenen Kosten für Personal, Technik und Infrastruktur. Die Einnahmeverluste durch weniger Fahrgäste seit Beginn der Corona-Krise hätten mit der Preiserhöhung nichts zu tun. Diese sollen mit dem Rettungsschirm des Bundes ausgeglichen werden. Große Corona-Demo in München untersagt.
Die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen war für 5000 Teilnehmer angemeldet und sollte am kommenden Samstag auf dem Odeonsplatz stattfinden. Das Kreisverwaltungsreferat hat sie nun unter Hygieneauflagen auf die Theresienwiese verlegt und auf 1000 Teilnehmer beschränkt. Ein geplanter Demonstrationszug durch die Stadt wurde ebenfalls untersagt. Wolfsrudelsichtung im Nationalpark Bayerischer und Böhmerwald. Und das ist der Beweis. Ein Bild aus einer Fotofalle. Die Forscher sind sich sicher, dass in den Parks zwei Wolfsrudel unterwegs sind. Es wurden auch Genproben nachgewiesen. Die ersten Wolfswelpen im Nationalpark gab es schon 2017, wie diese Videoaufnahmen zeigen. Dann war es ruhig. Bis jetzt. Die zwei Rudel wurden unter anderem im Grenzgebiet fotografiert und sie haben Nachwuchs. Erst durften sie nicht öffnen, dann kamen wegen der Hygieneregeln deutlich weniger Besucher. Die Freizeitparks in Bayern leiden. Die Betreiber müssen sich jetzt die Frage stellen, sparen oder mutig in die Zukunft investieren. Wir waren in zwei Parks, in Bad Wörishofen und in Günzburg. Höhenangst sollte man nicht haben in der neuesten Attraktion des Skyline Parks. Denn der Allgäu-Flieger, das höchste Flugkarussell der Welt, 150 Meter hoch ist der Turm, sie fliegen in 110 Meter Höhe. Sie haben Ausblick bis in die Alpen rein, bis nach Günzburg rüber. Das ist, kann man nicht beschreiben, das ist toll. Doch fraglich ist, wie schnell sich die Investition lohnen wird. Denn Corona hat vieles verändert. Im Sicherheitsabstand warten auf die Fahrgeschäfte und natürlich die Maskenpflicht. Macht es da überhaupt noch Freude, in einen Freizeitpark zu gehen? Wir waren schon mal da, da war alles überlaufen und heute ist eigentlich ganz cool. Ja. Die Maske stört halt ein bisschen, aber ja, es macht trotzdem Spaß. Sehr angenehm. Es ist wenig los und der Mundschutz, der stört nicht. Das ist völlig in Ordnung. Trotz der guten Hygienevorsorge bleiben Gäste weg, aus Angst, sich anzustecken. Der Skyline Park bei Bad Wörishofen rechnet dieses Jahr mit Einbußen bis zu 20%. Eine Herausforderung, denn Freizeitparks müssen viel Geld aufwenden, um attraktiv zu bleiben. Ja, ich denke, mit einmal was hinzusetzen, das wird nicht reichen. Und wir haben die letzten Jahre wirklich viel investiert, immer wieder mit Neuheiten. Es ist auch gut so gewesen, dass wir das gemacht haben. Wir stehen ja nun im Wettbewerb mit anderen Freizeitanbietern. Wie etwa dem Legoland in Günzburg. Auch hier ein spürbarer Rückgang, weil wegen Corona weniger Besucher aufs Gelände dürfen. Der Verband der Freizeitparks fordert deshalb Unterstützung durch die Politik. Während Bergbahnen, Museen, Theater mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz besteuert werden, haben Freizeitparks den normalen Regelsteuersatz von 19 bis Ende des Jahres 16% zu entrichten. Das ist natürlich eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der Betreiber von Freizeitparks. Dabei bringen die Parks viele Touristen in die jeweilige Region. Die Betreiber setzen unterdessen auf Kreativität. Weil das Oktoberfest dieses Jahr ausfällt, hat der Skyline Park einfach einen Schausteller mit seinem Fahrgeschäft aufgenommen. Nun hoffen alle, dass es nach dem schnellen Absturz langsam, aber sicher wieder nach oben geht. Nix für mich. Der Sommer geht dahin. Schön langsam rüsten sich die Berge für den Wanderherbst. Und es ist ja davon auszugehen, dass durch Corona, wie auch schon die letzten Monate, viele Menschen unterwegs sein werden. Also braucht es neue Ziele, neue Ideen. Zwischen Brandenburg und Bayerisch-Zell, da gibt es seit heute 5 verschiedene Themenwege. Und Ziel ist immer der rund 1800 Meter hohe Wendelstein. Auf Streifzug dem Wasser folgen. Bettina und Alex wandern von Bad Fallenbach aus auf den Wendelstein. Mit Sohn Philipp. Auf dem Wasserweg gibt's viel zu sehen und zu erfahren. Die langen Säulen mitten im Jenbach etwa sind keine Kunstwerke, sondern ein Schutz vor Schwemmholz. Wie das funktioniert, zeigt eine Mitmachstation. Ein Schwall Wasser aus dem Kübel und schon rauscht der kleine Gebirgsbach durch die Modellgeschiebesperre. Mir war vorher nie klar, wofür diese riesen Stempen im Jenbachtal sind. Bei manchen Sachen konnte man sich vielleicht denken. Aber worum es hier genau geht, konnte man an dem Beispiel eigentlich ganz gut erkennen. Der Weg entlang des Jenbachs ist einer von 5 Themenwegen, die von den umliegenden Landkreisen und Gemeinden umgesetzt wurden mit EU-Fördermitteln. Gesamtkosten rund 1/4 Million Euro. Die Strecken führen hinauf zum Wendelstein.
Bettina und Alex gehen einen Teil zu Fuß. Den Rest ihres Streifzuges machen sie mit dem Zug. Schnell und bequem bis zur Bergstation. Oben legen die drei eine Pause ein, bevor es weitergeht. Ein zweiter Themenpfad wartet. Der Geologieweg. Mit ihm tauchen die Wanderer in die Entstehungsgeschichte des Berges ein. Das Gipfelmassiv ist von einem Höhlensystem durchzogen. Von dort gibt es eine Verbindung nach draußen, versteckt im Fels, das sogenannte Wetterloch. Da ist das Wetterloch von Wendelstein. Wow, ist ganz schön tief da unten. Oh, Philipp, ganz schön da runter. Gell? Wow. Nicht, dass du runterfällst, Philipp. Also der Tag heute, der war super spannend und ich denke, dass die Streifzüge für Jung und Alt wirklich was sind. Und wir haben ja unseren kleinen Sohn dabei, sogar für ihn, der ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt, der hatte, glaube ich, auch seinen Spaß. Von der Almwirtschaft bis zur Meditation. Jeder kann sich sein eigenes Thema wählen für den Weg auf den Wendelstein. Bettina, Alex und der kleine Philipp wollen in diesem Herbst auf jeden Fall noch weitere Streifzüge unternehmen, dabei das Panorama genießen und unterwegs auch noch Unbekanntes entdecken. Endlich genug Regen, dazu dann wieder Wärme. Die lang ersehnte Pilzsaison geht jetzt richtig los. Ja, die Frage ist nur, landen denn da jetzt auch die richtigen Schwärmerl im Körberl? Wir waren mit einem erfahrenen Sammler in der Nähe von Augsburg unterwegs. Und also so viel schon mal vorneweg. Einfach mal so eine App aufs Handy laden und dann ab zum Sammeln. So einfach ist das nicht. Da ist auch was, oder? Heinrich Heinemann in seinem Revier. Normalerweise sammelt er hier Braunkappen. Doch heute zieht er mit uns los, als wäre er ein Anfänger. Bei jedem Pilz muss er entscheiden, essbar oder nicht. Das ist wieder einer, der mir nicht so bekannt ist. Mitnehmen oder dalassen? Pilzberatung. Nehmen wir mit? Nehmen mit. Die Pilzberatung, das ist ein Angebot auf dem Augsburger Stadtmarkt. Den Experten dort vertraut Heinrich Heinemann, Pilz-Apps dagegen nicht. Das haut nicht hin. Der eine behauptet, den kannst du essen, der nächste sagt wieder Vorsicht, kannst Magenkrümmen kriegen oder sonst was. Aber das hat mich schon ein bisschen verwundert und erstaunt. Nach knapp 2 Stunden sind eine Handvoll Pilze im Korb. Jetzt zum Stadtmarkt Augsburg, der Test. Hinten anstellen bei der Pilzberatung von Günther Groß. Also. Ja, hallo, grüß dich. Warst du heute wieder einmal in die Pilz? Und jetzt brauchst du mich. Das brauche ich. Aber du kennst es ja fast selber, oder? Nur fast. Nur fast. Das ist das Thema. Ja, dann tun wir es einmal raus, die schönen Kerle. Der flockenstielige Hexenröhrling, der hervorragende Speisepilz. Also hier, da bin ich mir jetzt nicht sicher, der ist zu weit oben abgeschnitten, da bin ich mir unsicher, da lassen wir ihn einfach ganz weg. Da hast du was Wunderschönes gefunden und das ist der orangefarbige Gallert-Trichterling. Und interessanterweise, den Pilz kann man essen. Der erfahrene Blick von Heinrich Heinemann hat sich bewährt. Wichtig für Anfänger, es braucht mindestens 3 Merkmale, also etwa Hut, Hutfleisch und Stiel, um einen Pilz als essbar zu bestimmen. Und? Das gilt immer nur in Verbindung mit mindestens 15 bis 20 Minuten bei großer Hitze garen. Erst dann heißt essbar wirklich essbar. Aber welchen Pilz würde Günther Groß nun einem Anfänger empfehlen? Da gehört sicher der Maronenröhrling dazu. Mit seinem dunkelbraunen Hut, mit seiner hellen Fruchtschicht und mit seinem braunfasrigen Stiel. Die findet man auch häufig. Und da wäre es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt einen Rotfußröhrling mit einem Maronenröhrling verwechsle. Tipps gibt Günther Groß gerne. Nur einfach sammeln und ihn sortieren lassen, das macht er nicht mit. Grundwissen müsse schon da sein. In die Schwammerl gehen, das sei ein ernsthaftes Geschäft. Stimme ich voll und ganz zu, ja. Ja, der ist ernsthaft. Ich bin früher immer mit meinem Opa gegangen, aber so allein traue ich mich nicht. Das geht mir genauso. Ich bin mit meinem Vater gegangen, aber jetzt so allein in die Schwammerl. Aber sitzen wir da ohne Pilze. Aber Wetter passt wenigstens. Oder? Wetter passt, das muss man sagen. Passt nämlich auch für die Schwammerl. Sie schmecken ja so gut, gell? Zum Beispiel mit Semmelknödel zum Beispiel. Ja, also die Schwammerl, die schießen wie Pilze aus dem Boden bei diesem Wetter. Der gemeine Pilz, egal welche Sorte, auch der Fliegenpilz, mag es warm und feucht. Und da war dieser Sommer bis jetzt richtig pfundig. Es war warm, gab immer wieder Regen. Das trifft vor allen Dingen auf Südbayern zu. Und vor allem jubilieren die Schwammerl, wenn es
uns Menschen eigentlich unangenehm wird. Also wenn es so richtig super schwül ist, dann freut sich der Fungi sehr. September ist übrigens ein sehr guter Monat für die Steinpilze. Aber im Wald treffen wir zum Beispiel auch noch Makronen oder Real. September übrigens der pilzreichste Monat. Und das ist unser schwammalfreundliches Hoch Kevin. Die Luft kommt vom Westen auf uns zu. Die ist mild und im bayerischen Süden auch feucht. Also Pilzpfanne, ich höre dir schon trapsen. Denn auch in der Nacht bleibt es einigermaßen warm. Tiefstwerte so zwischen 14 und 9 Grad. Da können auch wir Menschen fast noch mit offenem Fenster schlafen. In den meisten Teilen kann ich das sogar machen. Das Dachfenster nämlich gekippt lassen. Der Abend und die Nacht, die bleiben fast überall trocken. Während des Tages dann donauaufwärts recht freundlich in Schwaben und Oberbayern. Und hier vor allen Dingen an den Alpen auch mal vereinzelt ein Schauer möglich. 22 bis 26 Grad werden es insgesamt, also nicht unfreundlicher Freitag. Da sollte uns ein Vormittagsnebel hoffentlich keinen Strich durch die Rechnung machen. Allerdings haben wir in dieser Jahreszeit auch schon einen niedrigen Sonnenstand. Der ist übrigens vergleichbar mit Ende März. Sowas mag der Nebel. Und außerdem werden die Tage jetzt auch schnell kürzer. Das rast im Moment. Aber das Spannende, zwischen Anfang und Ende September verlieren wir in der Früh 40 Minuten Helligkeit und am Abend genau eine Stunde. Insgesamt verlieren wir im September eine Stunde und 40 Minuten an Helligkeit. Da müssen wir halt einfach früher mit der Schorle anfangen, oder? Wochenende wird dann freizeittauglich, wenn man davon absieht, dass es Samstag an den Alpen noch Restschauer geben kann. Sonntag der freundlichere Tag und in der neuen Woche kommt dann das Sommer zurück. Montag und Dienstag werden heiß und sonnig. Die Luft kommt nämlich dann aus dem Süden Spaniens. Und wäre jetzt Hochsommer, dann hätten wir bis 40 Grad bei uns. Boah. Ja, na, reicht's mal. Ja, reicht. Danke. Wer heute im Botanischen Garten in München war, der hat bestimmt mal den Kopf in den Nacken gelegt und dann den Blick nach oben gerichtet. Denn obwohl das Botanische Institut eines der wichtigsten in ganz Deutschland ist, mit einer weltbedeutenden Sammlung, eines hat ihm bislang gefehlt, bis heute. Susanne Renner kann kaum glauben, was sich da oben auf dem Dach des Botanischen Instituts in München abspielt. Mit Hilfe eines 140 Tonnen schweren Krans kommt endlich das an seinen alten Platz zurück, was viele Jahre lang als verloren galt. 8 Dachziervasen, jede knapp 2 Meter groß. Ich bin so glücklich, dass dieses Projekt zustande gekommen ist und diese Dachziervasen, die mir so gefehlt haben, nun wieder aufgebaut werden. Scheibchenweise werden die rekonstruierten Vasen nach oben gebracht und in 40 Metern Höhe an der Nord- und Südbalustrade fixiert. Die Aktion, auch für die Gäste, ein Hingucker. Am Ende sollen 4 Vasen auf der Schmuckhofseite und 4 auf der Straßenseite thronen, so wie früher. Von 1914 an zierten die 8 Vasen das Dach. Etwa 40 Jahre später wurden sie in der Entstückungsphase der Nachkriegsjahre entfernt. Damit diese nun rekonstruiert werden konnten, hat die Direktorin des Botanischen Gartens in den vergangenen Wochen 80.000 Euro gesammelt. Das Projekt? Eine Besonderheit. Selbst für den Mann aus Abendberg bei Nürnberg, der viel Erfahrung hat in Sachen Rekonstruktion. Das Highlight an der Geschichte ist logischerweise die visuelle Belohnung der ganzen Sache. Da zum Schluss, wir machen viele Aufträge, die zwar Betonfertigteile beinhalten, aber so ein Teil zum Schluss einfach in 1:1 Natura ran zu sehen, ist einfach die Krönung der ganzen Geschichte im Endeffekt. Knapp 4 Monate haben insgesamt 35 Mann an den Vasen gearbeitet. Es steckt viel Arbeit drin, die man nicht sofort sieht. Erst Zeichnung, dann Modell und dann Formenbau, Abguss und der Oberflächenbehandlung zum Schluss. Die wurde noch gesandstrahlt, es wurde eine spezielle Betonrezeptur dafür gemacht, um das farblich eben an das Gebäude auch mit anzugleichen. Diese ganze Summe in sich ist einfach ein Wahnsinnsaufwand. Ab heute nun kann sich das Ergebnis endlich auf dem Dach sehen lassen. Und während oben noch gearbeitet wird, ist man sich unten bereits einig. Erst mit den Vasen ist das Jugendstilgebäude wieder komplett. Es ist wunderschön. Es ist ein Traum, der sich erfüllt. Ich glaube, in wenigen Tagen werden die Leute es so empfinden, als ob das immer so gewesen ist. Die Dachziervasen. 65 Jahre haben sie gefehlt. Ab heute ziehen sie wieder die Blicke auf sich. 65 Jahre, kein Wunder, dass man sich so freut. Alles wieder komplett also.
auf die Abendschau. Müssen wir jetzt nicht mehr so lange warten. Julia, du stehst ja gleich schon in den Startlöchern. Genau, wir legen sofort los, Jan. Ich freue mich sehr. Wir haben heute einen tollen Gast. Christine Neubauer wird da sein und die ist momentan schwer beschäftigt. Gestern Abend hatte sie Premiere mit einem neuen Theaterstück in der Komödie am Bayerischen Hof. Ich freue mich auf das Gespräch. Bis gleich.